Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute machen wir ein Quiz zusammen, das mir schon mal sehr viel Spaß gemacht hat, und zwar das Name Game. In diesem Quiz bzw. dieser Challenge geht es darum, Serien zu erraten anhand von Charakteren. Es werden einem 5 Namen aus der Serie genannt. Es startet mit einem, den man eher nicht so kennt, und dann wird es immer bekannter, bis man am ehesten dann auch drauf kommt. Wir haben 15 Serien vor uns, deswegen würde ich sagen, starten wir direkt mit Serie Nummer 1. Und ich bin sehr gespannt. Name Nummer 1, Ventura Nunier. Ventura Nunier. Noch nie gehört. Ventura. Ventura Nunier. Dieser Nachname kommt mir bekannt vor. Aber keine Ahnung. Wir machen mal weiter mit Name Nummer 2, weil ich habe keine Ahnung. Marina Nunier Osuna. Marina. Marina. Ich kenne nur eine Marina. Ich setze jetzt aufs Ganze. Ich sag Elite. 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 Wie man es ausspricht. Übrigens, wenn ich es jetzt falsch habe, kriege ich gar keinen Punkt. Obviously. Elite! Yes! 4 Punkte. Valerio, Lu, Samuel. Okay, okay. Ihr müsst auf jeden Fall in den Kommentaren mitmachen und mir auch sagen, ob ihr besser wart als ich. Serie Nummer 2. George Hawthorne. Ich kenne einen George aus Heart of Dixie. Hawthorne. Gale aus Hunger Games? Aber das sind nur Serien. Aber Hawthorne muss immer an Gale aus Hunger Games denken. George, ich weiß nicht, wie George mit Nachnamen heißt. Und er ist eigentlich auch kein Nebencharakter aus Heart of Dixie, weswegen ich aus dem Grund noch lieber den nächsten Namen lese. Nicholas Scratch. Nicholas. Chilling Adventures of Sabrina. Nick? Nicholas? Ich weiß nicht, wie er mit Nachnamen heißt. Oh no. Ich weiß nicht, ob ich jetzt aufs Ganze gehen sollte. Ich möchte über den nächsten Namen. Rosalind Walker. Ja, ich glaube, es ist... Rosalind ist doch die Freundin von Sabrina, oder? Ich sag Chilling Adventures of Sabrina. Ich sag das jetzt. Yes! Oh, hätte ich es eben gemacht, hätte ich 4 Punkte gekriegt. No! Okay, die nächsten Namen wären dann noch gewesen. Edward Spellman und Sabrina. Oh, hätte ich es doch bei Nicholas gedacht. Ich muss bei Nicholas aber auch immer an Nicholas Flamel denken. Serie Nummer 3. Name Nummer 1. Theodore Douglas. Theodore. Keine Ahnung, vielleicht ist es ein ganzer Name für Ted. Irgendwie muss ich an Scrubs denken. Ich kann es aber nicht 100% sagen, deswegen Name Nummer 2. Tyrese Williams. Habe ich noch nie gehört. Tyrese. I don't know. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr es jetzt schon wisst. Aber I don't know. Glenn Ree. Glenn? Ich kenne einen Glenn. Oh, die Serie habe ich nicht so viel geguckt, aber ich kenne Glenn. Und ich kenne nirgendwo anders her einen Glenn. Weswegen ich jetzt mal sagen würde, Walking Dead? Lösung? Yes! 3 Punkte wieder. Es kämen jetzt noch Daryl Dixon und Rick Grimes. Daryl, da hätte ich es spätestens erkannt. Wenn euch übrigens solche Serien und auch Filmvideos gefallen, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Hier kommt jede Woche Dienstag um 15 Uhr ein neues Video online. Serie Nummer 4. Kyle Wick. Kyle. Kyle ist auch so ein Name, ne? Kyle. Keine Ahnung. Ich würde gerne mal eine Serie anhand des ersten Namens erraten, aber ich brauche den zweiten Namen. Gabriel Santiago. Santiago! Wir hatten so oft das letzte Mal beim letzten Spiel, wir haben das schon mal gemacht, Santiago, diesen Nachnamen. Ich brauche einen dritten Namen. Monty Green? Ich kenne... Das ist The 100. Kyle! Oh, Kyle! Oh, Gabriel. Okay. I'm so sorry. Ich hatte gehofft, bei The 100 würde ich durchstarten. Aber leider, nope. Lösung, behandelt. Oh, okay, was für Namen wären noch gekommen? Bellamy Blake und Clark Griffin wären die nächsten Namen gewesen. Spätestens dann wäre ich dabei gewesen. Serie Nummer 5. Will Scarlet. Will Turner. Keine Ahnung. Will, William, William. Name Nummer 2. Regina Mills. Regina Mills. Oh, ich will nichts Falsches sagen. Ist es Once Upon a Time? Regina Mills. Mills. Ich habe so lange kein Once Upon a Time mehr geguckt. Mir fehlt immer noch die letzte Staffel. Habe ich immer noch nicht gesehen. Once Upon a Time. Wenn ich jetzt keinen Punkt kriege, bin ich wirklich traurig. Oh, Once Upon a Time. Ruby, Henry und Emma Swan. Okay. Serie Nummer 6. Rico Suave. Suave. Yeah, we're gonna ba-ba-ba-ba to the top. Fun Fact. Also ich kenne Rico nur, glaube ich, aus Hannah Montana. Und der Schauspieler hat bei der neuen Staffel Good Doctor mitgespielt. Als Drogendealer. Das war ein bisschen verstörend. Ist es vielleicht Hannah Montana? Ich will es nicht riskieren. Aber ist es vielleicht Hannah Montana? Karen
Kunkel? Okay, Name Nummer 3. Leslie Jake Ryan. Leslie Jake Ryan? Oh mein Gott, wait! Ist es Blond Surfer Boy Jake, der eigentlich Leslie heißt? Ist es Hannah Montana? Oh, es ist wirklich Hannah Montana. Ich hätte einfach beim ersten Namen schon gewusst. Oh nein. Oliver und Miley Ray Stewart. Oh Mann, nur 3 Punkte. Immerhin, aber traurig. Ich liebe diese Übergänge bei Hannah Montana, wo sie immer singt. Wow, yay. Und dann geht's so weiter. Serie Nummer 7. Kitty Wild. Kitty Wild? Kitty? Keine Ahnung. Bitte, zweiter Name. Jake Puckerman. Also Puck. Es ist Glee. Es ist Glee. 4 Punkte. Ja, es ist Glee. Oh. Emma Pillsbury, Sue Sylvester und Rachel Berry. Serie Nummer 8. Millie Nelson. Millie? Oh, das kommt mir voll bekannt vor. Millie Nelson. Ich weiß es nicht. Nächster Name. Stephen Bonnet? Stephen Bonnet? Keine Ahnung. Ich brauche einen weiteren Namen. Colm McKenzie. Colm? Nee. Hä? McKenzie? Outlander? Maybe? Millie oder Steven? Kommt mir jetzt nicht bekannt vor. Und ich würde nicht nur nach diesem McKenzie-Nachnamen gehen, dass es Outlander sein könnte. Also mache ich lieber mal den vierten Namen auf. Frank Randall. Randall. Randall? Randall ist Outlander, oder? Es ist Outlander. Wenn ich jetzt richtig liege, kriege ich immer noch 2 Punkte. Yes! Claire Fraser. Okay, bei Claire. Spätestens hätte man das wissen müssen. 2 Punkte. Immerhin. Weiter geht's mit Serie Nummer 9. Alicia Sierra. Alicia? Keine Ahnung. Name Nummer 2. Allison Parker. Allison ist für mich immer Pretty Little Liars. Parker. Ich brauche einen anderen Namen. Prieto? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Raquel Murillo. Ist es Haus des Geldes? Nairobi! Haus des Geldes. Okay. Super. 2 Punkte trotzdem. Serie Nummer 10. Marcus Pierce. Marcus Pierce. Pierce ist für mich immer Catherine Pierce. Marcus Kane aus The 100. Beides ist es nicht. Irgendwie habe ich Clark Kent im Kopf und ich weiß nicht warum. Wieso denke ich denn jetzt an Clark Kent bei Marcus Pierce? Ich brauche einen zweiten Namen. Linda Martin. Lydia? Lydia Martin? Heißt Lydia aus Teen Wolf mit Nachnamen nicht Martin? Oh, aber nur anhand von Martin als Nachnamen. Teen Wolf. Ah, oh, das ist mir zu riskant. Ich brauche einen neuen Namen. Ella Lopez. Oh, Linda. Marcus. Lucifer. Lucifer, es ist Lucifer. Puh, ich bin sehr froh, dass ich nicht mit Teen Wolf gegangen bin. Yes. Daniel Espinosa und Chloe Decker wären noch gekommen. Oh mein Gott, das macht so Sinn, warum ich immer an Clark Kent gedacht habe. Das ist derselbe Schauspieler, der Marcus Pierce in Lucifer spielt. Oh mein Gott. Oh no, als ob. Wie krass. Okay, 3 Punkte trotzdem. Serie Nummer 11. Clay Byard? Kommt mir gar nichts in den Sinn. Weder Vorname noch Nachname. Name Nummer 2, Olivia. Ich kann nicht mal den Nachnamen vorlesen. Da Damencourt. Keine Ahnung. Name Nummer 3. Mary Guise. Guise? Mary, Queen of Scots. Also ich denke vielleicht an Rain, aber Mary würde nicht an dritter Position stehen und ich kenne ihren Nachnamen nicht. Mir fällt keine andere Mary ein, aber ich brauche noch einen weiteren Namen. Lady Lola. Lola! Lola! Lola ist Rain! Yes! Und der nächste Name wäre noch Nostradamus gewesen. Na gut, immerhin trotzdem. 2 Points. Serie Nummer 12. Janine Hawkins. Ist Hawkins nicht die Stadt aus Stranger Things? Hawkins? Name Nummer 2. Philip Anderson. Kommt mir gar nichts in den Sinn. Philip Anderson. Name Nummer 3. Irene Adler. Ist es Sherlock? Ich habe diese eine Frau mit diesen dunklen Haaren im Kopf. Die hieß doch so. Oder? Und ich riskiere es, um nicht noch mehr Punkte zu verlieren. Yes! Oh. Martha und John Watson wären noch gewesen. Okay, okay. Immerhin habe ich bisher noch keinen gar nicht erraten, aber es wurde schon manchmal sehr knapp. Serie Nummer 13. Name Nummer 1. Daniel Faraday. Daniel Faraday. Sagt mir gar nichts.
Ana Lucia Cortez. Cortez. Ich weiß es nicht. Name Nummer 3. Charlie Pace. Charlie. Das ist Charlie aus Supernatural. Ich weiß nicht, wie sie mit Nachnamen heißt. Sie ist anders mit Nachnamen. Charlie Pace kommt mir bekannt vor. Ich weiß es nicht. Und wenn ihr es jetzt schon wisst, schreibt es in die Kommentare. Jack Shepard. Lost! Jack! Jack Shepard! Lost! Ja! Charlie! Charlie! Daniel! Ach, das ist dieser verrückte Professor, der später wiederkommt. Ich habe ja Lost wieder angefangen zu gucken. Okay, und Name Nummer 5 wäre Claire Littleton gewesen. Na gut. Na gut. Wieder nur 2 Punkte. Komm, ich will einmal 5 Punkte. Einmal. Serie Nummer 14. Alan Deaton. Alan Deaton. Sagt mir nichts. Ich brauche einen neuen Namen. Malia Tate. Bei Tate denke ich immer an American Horror Story. Malia hingegen. Teen Wolf. Oh, versuche ich es jetzt, riskiere ich es jetzt. Ich riskiere es. Ich sag, es ist Teen Wolf. Ich sag jetzt schon, es ist Teen Wolf. Wegen Malia. Oh, es ist Teen Wolf. Yes. Immerhin 4 Punkte. Bam, 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 bam. Es wären noch Noah Stilinski, Derek Hale und Scott McCall gewesen. Serie Nummer 15. Parker Lee. Parker. Hey, Parker. Ich versuche irgendwie herauszufinden, wie man den Namen sagen könnte. Parker. Hey, Parker, fang. Keine Ahnung. Parker klingt für mich wie ein Sportler. Jackie Cook. Ist es Jackie wie in Greenhouse Academy? Maybe. Das ist mir zu riskant. Cassidy Casablancas. Sagt mir jetzt gar nichts. Cassidy Casablancas. Okay, ich brauche noch einen Namen. Logan Eccles. Logan Eccles. Veronica Mars. Das ist Veronica Mars. Weil Logan und Veronica ist ein sehr großer Ship von mir. Ja, und der letzte Name wäre Keith Mars gewesen, also ihr Vater. Auch eine sehr gute Serie. Veronica Mars. Oh, habe ich sehr, 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 sehr gerne geguckt. Ich blende euch jetzt hier einmal meine Punktzahl an. Ich würde mich selbst einschätzen, so zwischen mittel und gut. Ausbaufähig vielleicht auch. Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob ihr besser wart als ich. Und wenn ihr jetzt Bock habt auf noch mehr Serienvideos, schaut gerne mal bei dieser Playlist hier vorbei. Dort sind alle meine Serien- und Film-Quiz-Challenge-Videos verlinkt. Zu ganz vielen verschiedenen Serien, da findet ihr auf jeden Fall auch etwas für euch. Und hier unten verlinke ich euch ein Video von der Laura vom Kanal Little Rebel. Sie stellt sich da der Challenge, innerhalb von einer Stunde eine komplette Tanzchoreografie zu erstellen. Schaut dort also sehr gerne auch einmal vorbei. Dankeschön fürs Zusehen, ich hab euch lieb und bis zu meinem nächsten Video. Tschüss!